wenige gibt. Aber die Stadtklause am Potsdamer Platz, die muss man gesehen haben. Die ist nämlich so richtig urig. Die ist geschichtsträchtig. Die hat einen tollen Inhaber. Und ich sag nichts weiter. Schauen Sie einfach selbst. Die klassische Berliner Eckkneipe mit deutscher Küche. Relikt aus einer anderen Zeit. Hier lebt sie noch. Die Stadtklause hat eine ganz besondere Geschichte. Hier haben sich die Kosovaren die Rettung des Alt-Berliner Kulturguts auf die Fahne geschrieben. Also gibt es viele Touristen, die kommen extra von der ganzen Welt, die wollen was Deutsches essen. Also dann bieten wir eine Schnitzel oder selbstgemachte Buletten, also aus Kosovaren, deutsche Essen. Also, aber die suchen die Leute, die Gäste. Also, weil die sterben langsam. Also es ist schade, dass die deutschen Kneipen oder Restaurants sterben. Also selbstgemachte Buletten statt Cevapcici. İsmet landet durch Zufall hinter dem Tresen. Vor genau 30 Jahren kommt er als Flüchtling aus dem Kosovo nach Berlin, ist 17, kennt niemanden. Ein Sozialarbeiter kümmert sich um ihn und besorgt İsmet einen Job als Hausmeister. Franz Josef Göbel, eine Institution hier im Kiez. 2006 erfüllt der sich einen Traum, wird Pächter der Stadtklause und holt İsmet mit ins Boot. Dann stirbt Franz Josef während der Corona-Zeit plötzlich und unerwartet. İsmet macht weiter. Und die alten Stammgäste kommen immer noch. Hi, Jean. Grüß dich. Willkommen zu Hause. Ja, danke. Hallo. Jean Pichard kennt jeden Winkel der Stadtklause und natürlich auch den Keller. Der ist eher ein Gewölbe. Der verstorbene Franz Josef und İsmet haben hier eine kleine Ausstellung gebaut. Jetzt geht immer tiefer und weiter. Über die Geschichte vom Kiez. Sie haben alte Überbleibsel vom zerstörten Anhalter Bahnhof gesammelt. Und auch das geliebte Fahrrad vom alten Wirt findet seinen Platz. Ganz ohne Senatsmittel und Corona-Hilfen. Ein selber gemacht aus denen. Ne? Das sind keine Kunsthistoriker oder so. Das sind Leute, die dann einfach selber recherchiert haben und die Dokumente, die Bilder, alles hergeholt haben. Und das belebt einfach diesen Viertel. Also, es ist historisch. Historisch und in Eigenregie restaurieren sie den Keller von 1840. Das war alles verputzt. Irgendwann mal ging Putz weg, wieder verputzt, wieder weg. Dann irgendwann mal habe ich gesagt, komm, ich mache alles weg, guck ich, was darunter ist. Und dann kamen die Sterne und jetzt ist so eine Art Kunst. Oben gibt es keine freien Plätze mehr. Die Gäste wissen, warum sie kommen. Stammgästin! Wie gefällt es dir denn? Ja, sehr schön. Also dadurch, dass es hier in der Nähe vom Potsdamer Platz eigentlich nichts mehr so groß gibt an normalen Kneipen oder Läden, ist das echt die Ausnahme und irgendwie ein bisschen surreal. Die beiden waren noch nie hier und sind ganz gezielt aus Zehlendorf angereist. Wir treffen uns einmal im Quartal und wir wetten vorher, eine Wette. Und wer verliert, muss die Kneipe aussuchen, aber eben eine besondere. Also nicht 0815, sondern irgendwie hier, wo was Besonderes los ist. Und dass die Kosovaren die Berliner Kneipenkultur leben, wundert ihn gar nicht. Ja, das ist das Verrückte, aber Berlin war halt schon immer ein Schmelztiegel. Eigentlich besteht das klassische Berlin aus einer Mischung aus Leuten, die aus allen möglichen Himmelsrichtungen kommen. Und Berlin war immer eine sehr offene, sehr durchlässige Stadt. Und da ist es eigentlich gar keine Seltenheit und auch eine sehr internationale Stadt, dass diese Leute genau das machen und genau das übernehmen. Und umso schöner wäre es, wenn das bestehen bleibt.